Viel Vergnügen bei Sport-Aids wünscht Karl Erb AG, Optimo Group, Beck Kleiner und ein starkes Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur. Schon sind wir wieder in der letzten Sendung vor der Sommerpause. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Sportdate hier im Wien 4 in Winterthur. Sportdate, das ist die Sendung, die den Sport auf die Wirtschaft trifft. Heute wieder, und das freut uns enorm, vor 100 Gästen, schön sind ihr da, gibt ganz eine andere Stimmung, wunderbares, wundert uns aber auch nicht, sind so viele Leute gekommen, ist die Sendung gerade ausgebucht gewesen, kaum ist bekannt gewesen, welche Gäste das da sind, weil wir haben wieder ganz zwei besondere Gäste. Sie ist eine der besten Eishockey-Spielerinnen der Welt und sagt, ich will die Beste werden. Er gehört zu den bekanntesten Meteorologen der Schweiz und hat den erfolgreichsten Schweizer Wetterdienst aufgebaut. Beide verbinden die Leidenschaft zu dem, was sie machen. Wir begrüßen ganz herzlich Alina Müller und Peter Wick. Herzlich willkommen, schön sind ihr da, habt ihr eure Zeit genommen. Peter, dein Bezug zum Sport, zum Hockey möglicherweise? Sehr familiär, ehrlich gesagt, weil mein Cousin, das ist der Marcel Wick, der ist ja x-facher Nationalspieler gewesen, so ein richtiger Bär, Verteidiger bei Kloten, hat eigentlich lange Zeit bei Kloten gespielt, erst am Karrierenende ist er dann zum Z gegangen und nach Lausanne. Und sein Sohn, der Roman Wick natürlich, auch Schweizer Hockey-Legende schon fast, ist jetzt zurückgetreten. Logischerweise, dann ist man ein bisschen näher beim Hockey und mein Herz natürlich entsprechend auch bei mir hat sich geholfen. Das Wetter, Alina, bist du einmal zufrieden mit dem Wetterbericht, der kommt? Oder verhauen sie sich einmal ein bisschen zu viel? Mehrheitlich ist gut, ja. Ist gut. Nein, ist natürlich immer gelaufen bei uns zu Hause am Fernsehen. Ja, und immer froh gsi, wenn man Bescheid gewusst hat, wie es in der Woche aussieht und man mal in den Garten raus kann zum Morgen essen oder nicht. Und natürlich, wenn es heiss ist, in die Eishalle können, oder? Ein bisschen abkühlen, das ist immer noch so eine grosse Erholung. Eishockey ist natürlich auch in deiner Familie eine ganz grosse Sache. Dein Bruder ist der Mirko Müller, NHL gespielt, nachher war er in Schweden, jetzt kommt er für, glaube ich, 6 Jahre auf Lugano. Aber im ersten Moment hat man das Gefühl, ja, Alina hat wegen Mirko angefangen zu spielen, aber das war, glaube ich, nicht so gewesen. Ja, nein, lustigerweise habe ich zuerst angefangen. Und wir haben beide sehr viele Sportarten gemacht, als wir jung waren. Und vor allem auch Handball gespielt, beide. Und dann habe ich mit Eishockey angefangen, hier im Deutweg. Weil mich einfach die Ausrüstung mega fasziniert hat und weil schon ganz viel los war in jungen Jahren. Ja, schon morgen früh Training und am Wochenende immer Turnierli. Und wir haben halt gerne gehabt, wenn etwas los war. Und ja, weil es dann an Mirko ein bisschen langweilig war im Handball, ist er auch gekommen und ihm hat es dann auch gut gefallen. Und er hat sich dann sogar später noch entschieden als ich, dass er nur auf Hockey setzen möchte. Du hast mir erzählt, oder, es ist ein grosser Aufwand für die Eltern. Zum Teil eben haben sie am Morgen um 6 Uhr schon ganz klein Training, das heisst um 5 Uhr aufstehen. Du hast aber gesagt, wenn ihr nicht gerade neben der Eishalle gewohnt hättet und die Eltern euch immer hätten müssen das Training fahren, hättet ihr nicht dürfen spielen. Ja, das ist richtig. Es ist ein sehr grosser Aufwand und wir hatten wirklich das Glück gehabt, dass wir gerade neben der Eishalle gewohnt haben und dann mit dem grossen Rollkoffer einfach können überrollen und laufen. Und die Eltern mussten nicht immer fahren, aber natürlich für das Spiel jedes Wochenende hat entweder mir oder ich etwas gehabt und sie haben ja, uns immer müssen bringen und holen und sie sind nicht vom Eishockey gekommen, sie haben das selber nicht kennengelernt, wie gross der Aufwand ist und sind auch einfach reingekommen und reingefallen, aber sie sind, haben es gerne gemacht für uns. Eben, man merkt grosse Leidenschaft bei beiden, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Täter bei dir das Wetter, du hast ja eigentlich Wirtschaft studiert, hast aber gesagt, von klein auf hat dich das Wetter fasziniert, wie ist denn das zustande gekommen? Das weiss ich nicht.
Keine Ahnung. Also ich habe auch Pflege zu sagen, dass man als Wetterfrosch ähnlich berufen wird, glaube ich, wenn man Pfarrer wird. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber grundsätzlich, mein Vater war Pilot und ich mag mich das erste Mal erinnern, als ich ihm zugeschaut habe, als er gestartet ist, ist er in die Wolke reingegangen. Und als Bub, und als 5-jähriger Bub, verstehst du natürlich nicht, dass das Flugzeug nicht kaputt geht, sondern denkst, was passiert jetzt da? Vielleicht war das so ein ausschlagender Punkt gewesen. Und ich habe dann einfach irgendwo mal die Faszination hat mich gepackt. Und ich habe als 7-jähriger, oder ja, glaube 7-jähriger, meine erste Wetterstation gehabt. Ich habe selber ein Milchkessel aufgestellt zum Regenmesser. Das geht wunderbar. Da kann man den Millimeter rein, also den Zentimeter rein tun, dann weiss man, wie es geregnet hat. Ich habe so einen Windmesser gehabt, mit einem Zapfen, die Luftfeuchtigkeit gemessen, die Temperatur gemessen, hat es immer aufgeschrieben. Meine Eltern haben gedacht, der Bub, der ist ein bisschen komischer. So leicht autistische Zeug vielleicht oder so. Weil ich habe jeden Morgen um 7 Uhr, um 12 Uhr bin ich heimgerannt von der Schule. Am Abend um 7 Uhr musste ich auch wieder aufschreiben. Und ich habe das einfach wirklich immer gemacht, wie ein Pikten. Und dann in den Ferien, wenn wir in die Ferien gegangen sind, ich habe nicht in die Ferien gehen, weil da habe ich ein Datenloch gehabt. Das wäre ein riesen Skandal gewesen, oder? Und mein Vater hat gesagt, ich war ja Pilot gewesen, bei der Swissair trotzdem mal. Und da habe ich das Glück gehabt, den Paul Föhn kennenzulernen. Das ist der Paul Föhn, ist der Chefmeteorologe gewesen im Flughafen. Und er hat dann mir das handschriftlich nachgeführt und dann haben wir in die Ferien gehen. Dann ist es gegangen. Also, hast du die Leidenschaft dann auch zum Beruf gemacht? Ist es dann, oder die Freude, ist das Voraussetzung zum Gutsein, dass man wirklich so pickt ist, wie du sagst? Ich glaube, wenn du etwas gern machst, dann machst du es, wir kennen die Werbung, oder? Dann machst du es länger und dann kannst du es vielleicht dann nicht immer perfekt, aber du kannst es vielleicht ein bisschen besser, weil du mehr übst und mehr trainierst oder mehr schaffst. Und ich glaube, wenn du etwas gern machst, kannst du auch mehr schaffen und es ist ja keine Arbeit. Also für mich ist zum Beispiel das Wetter nie eine Arbeit gewesen. Für dich kannst du Hockey spielen in dem Sinne auch nicht. Also ich glaube, das macht es aus, wenn du etwas gern machst, aus Leidenschaft machst und dann kannst du auch viel mehr einsetzen. Und dann ist auch der Einsatz und machst du nicht so schwerwiegend. Weil der Meteorologe steht um 3 Uhr auf dem Morgen. Und ich hatte eine Firma zusätzlich, also die Meteor-News. Und dann habe ich bis am Abend um 6 Uhr gearbeitet. Also es waren lange Arbeitstage gewesen. Am Abend noch Fernsehen. Und dann bist du wirklich, das kannst du eigentlich normal gar nicht machen. Mhm. Alina, du hast ja auch, oder du hast ja mit den Jungs gespielt bis U17, wo bist zum Teil Captain gsi. Hast den Jungs den Meister gezeigt auch? Ich habe dich einmal gesehen, Kloten spielen gegen die Lakers und da hat meine Tochter gesagt, schau mal, das Mädchen fährt denen Bursten um die Ohren. Hast die Kante noch gemacht? Das ist also auch, das braucht extremen Willen und Durchhaltevermögen. Woher kommt das? Ja, das ist noch schwierig. Ich glaube wirklich, ich mache es einfach mega gern. Ist okay. Ist der Grund, wieso ich am Morgen aus dem Bett steige und ich freue mich einfach, ja, jeden Tag der Leidenschaft nachzugehen. Und ich habe einfach immer gewusst, ich muss in der Schule auch Vollgas geben, weil ich werde nie können von meinem Sport leben und ich werde können etwas Cooles mit dem Sport erleben, wenn ich Gas gebe in der Schule. Und das hat mir nur wegen dem habe ich auch können auf Amerika studieren und so, wenn ich das Gimmi mache. Und das hat mich einfach immer angetrieben und so, ja, es ist wie einfach immer vorwärts gegangen. Es hat gar keinen Grund gegeben, um irgendwie zu sagen, das lohnt sich nicht oder so. Sich gegen Bursten durchzusetzen, ist das noch eine gröbere Geschichte gewesen? Ja, ich habe einfach nie etwas anderes kennengelernt. Darum war es eigentlich ziemlich normal für mich. Aber so im Pubertätsalter war es schon nicht ganz einfach gewesen, natürlich manchmal, wenn die das Gefühl haben, sie müssen ein bisschen Blödsinn machen oder so. Aber da in Winti habe ich lange gespielt mit den gleichen Jahrgängen und die haben mich aufgenommen, ja, als wäre ich einer von ihnen. Und dann in Kloten auch habe ich viele Leute kennengelernt und es war sehr einfach gewesen. Zu meinem Team sein. Und ich habe einfach immer probiert, mit der Leistung, meinem Platz zu rechtfertigen. Oder? Genau, zu rechtfertigen. Und wenn sie gemerkt haben, okay, sie bringt uns etwas auf mich, dann war es immer gut gewesen. Jetzt studierst du in den USA Neurowissenschaften, spielst dort College Hockey an der Northeastern University in Boston. Sommertraining macht sie aber in der Schweiz auch mit Männern. Und wir sind bei dem harten Sommertraining hier im Wien 4 mal reinschauen.
Ein Bild, das absolut typisch ist. Männer Eishockey-Profis im Kraftraum und mitten drin, Alina Müller. Die Weltklasse-Stürmerin hat schon in ganz jungen Jahren als ganz grosses Talent gegolten. Eine Powerathletin, die die Jungs auf dem Eis oft nicht haben das Wasser reichen können. Für ihren Erfolg kämpft sie hart. Ja, ich habe seit ich klein bin eigentlich immer mit Buben Eishockey gespielt, bis ich 18 war. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen zu dem gemacht, wo ich jetzt bin. Und auch im Eishockey natürlich extrem geholfen. Ich musste immer schneller sein, ich musste immer besser sein, ich musste immer im Kopf schneller sein als alle Buben. Also es ist mir irgendwann bewusst worden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich mit den Buben spielen darf und nicht alle Trainer meintlich akzeptieren. Und umso dankbarer bin ich gewesen, überall, wo ich einen Platz bekommen habe. Und ich habe einfach probiert, natürlich mir den Platz zu verdienen mit der Leistung auf dem Eis und eigentlich probiert, meinen Teamkollegen zu zeigen, dass ich ihnen helfen kann, Spiel zu gewinnen. Und ja, mit Leistung wirst du eigentlich sehr schnell akzeptiert. Herausforderungen als Chancen nutzen und mit Leistung überzeugen. Für das braucht es auch neben dem Eis höchste Konzentration. Damit weiss sie umzugehen. Seit 3 Jahren studiert Alina in Boston Neurowissenschaften, die Lehre vom Hirn- und Nervensystem. Sportlich wie auch beruflich hat sie klare Ziele vor Augen. Mein persönliches Ziel ist, die beste Hockeyspielerin der Welt zu werden und das Frauen-Eishockey in der Schweiz weiterzubringen, vor allem mit den Leistungen auf dem Eis. Und dann möchte ich wirklich auch im Bereich Neurowissenschaften mich irgendwo finden und festsetzen und so eine Zukunft aufbauen, was mich unglaublich fasziniert. Und ich bin mega happy, dass ich auf der sportlichen und beruflichen Seite grosse Ansprüche habe. Höhere Ansprüche an sich selber, Kampfgeist, mentale Stärke und bis ans Limit gehen. Für Alina ist aber noch etwas anderes, der Treiber für alles. Das Wichtigste ist, dass ich einfach mega Freude an meinem Sport habe, am Eishockey habe. Es ist so einfach für mich, am Morgen aufzustehen und den Tag jetzt zu gehen, weil ich weiss, für was ich trainiere, für was ich ins Studium gehe und wieso ich das mache. Und dann habe ich natürlich einen mega Support von zu Hause. Ohne mein Supportsystem würde so etwas nie gehen. Ich möchte auch wie sozusagen all denen, die mir helfen, etwas zurückgeben mit meinem Erfolg auf dem Eis. Die bodenständige Wintertourerin ist auf gutem Weg, die Beste der Welt zu werden. Eine Kämpfernatur, die nicht nur auf dem Eis, sondern auch menschlich überzeugt. Ja, Herausforderungen als Chancen packen. Alina, du bist Topscorerin an verschiedenen U-Weltmeisterschaften, also Nachwuchsweltmeisterschaften. Du bist an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang Topscorerin. Hast die Schweiz mit 15 2014 zu Bronze geschossen. Olympia-Bronze, unglaublich. Eben so, mit 15 Olympischen Spielen, das erschlägt manche junge Frauen, nicht nur, sondern auch gestandene Männer und Frauen. Woher kommt das auch wieder die Frage? Halt den Mut hat zu sagen, ich schaue es jetzt nicht als Hürden an, sondern als Herausforderung. Ja, das ist wirklich, glaube ich, einfach ein bisschen automatisch. Sorry. Es ist sehr ein wichtiger Schritt gewesen, dass ich auch mit 15 dort, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, weil ich das erste Mal wirklich im Frauenhockey bin und gesehen habe, wie gut die besten von der Welt, die besten Frauen von der Welt Hockey spielen. Und ich gemerkt habe, ich kann auch so gut werden. Und muss noch sehr viel arbeiten, aber es ist nicht allzu weit weg. Und das hat mir sehr gut getan für die Zukunft und für die Motivation und fürs Training. Und Erfolg bringt dir automatisch Motivation und treibe dich voran, dass du weitermachst und weitermachst. Peter, bei dir ist ja das Gleiche, oder? Du gründest eine private Wetterfirma, bist sehr erfolgreich, musst eben, hast du vorher erzählt, am Morgen um 3 Uhr aufstehen. Jetzt bist du wieder, hast ein Startup mit Maximedia TV, wo einen Film produziert, Webseiten macht, du moderierst auch Anlässe. Auch der Treiber. Wie schafft man das immer wieder, Energie zu haben, etwas Neues anzufangen, den Mut haben, etwas Neues anzufangen?
Ich glaube, es gibt verschiedene Menschen. Und die einen haben das und wollen das und die anderen ein bisschen weniger. Vielleicht hat das einen Grund, weil ich auch gerne jetzt mit den Meta-News, die ich vorne hergestanden bin, auch gerne der CEO bin, der Leitwolf quasi. Und auch dürfen meine Kreativität auch verwirklichen. Und das habe ich jetzt da auch wieder. Jetzt kann ich da auch mit der Kreativität verwirklichen. Ich glaube, das ist für mich ganz ein wichtiges Thema, Kreativität. Teamgeist auch. Ich habe extrem gerne mit einem Team geschafft, das mich unterstützt hat. Und bei dir wahrscheinlich auch. Das ist etwas, auch sehr eine Parallele, die man da ziehen kann von der Wirtschaft zum Sport. Ich glaube, es gibt den Menschen, der eher ein bisschen festgefahren ist, und das ist gar nicht negativ, der halt seinen Weg will gehen im Job und lieber angestellt ist. Und ich bin jetzt der lieber, der ein bisschen der Freigeist, der eher ein bisschen etwas unternehmen will, vielleicht auch nicht wirklich super gut führbar ist, vielleicht auch noch ein Thema, und entsprechend lieber etwas selber macht. Also das sind so verschiedene Ebenen, die da mitspielen. Eben, siehst du dich auch auf eine Art Spitzensportler? Ja, im Moment... Im Moment vielleicht ein bisschen weniger, aber jetzt in dieser Zeit, wo ich die Firma gegründet habe, Meta-News, dort war es schon brutal. Da musste ich mit wenigen Leuten das aufstemmen und eben die Radios und Fernsehen haben ihren Teil wählen. Und das hat am Morgen gesagt, um halb fünf mit den ersten Sendungen angefangen, hast du mich vorbereitet und ist bis am Abend weitergegangen, inklusive der ganzen Papierkram-Geschichte, die wir auch machen mussten. Und dort hast du nicht können, dir viel leisten. Das hast du deinen Körper pflegen, damit du einigermaßen fix bist. Und auf der anderen Seite hast du auch eben Vollgas geben im Job. Und da hast du natürlich ganz klar fast wie ein Spitzensportler auf den Körper schauen. Es hat Leute im Publikum wissen, dass ich nicht immer das so gemacht habe, wahrscheinlich, aber ich habe es probiert und ich glaube, über Jahre kannst du es nur machen, dass du einigermaßen vernünftig lebst in dieser Beziehung. Alina, vernünftig leben, alles auf den Sport und aufs Studium fokussieren. Ist das so, haben wir in der Schweiz eine andere Mentalität als möglicherweise in den USA, wo dort halt die den Kopf rausheben, noch gelupft werden und bei uns so die den Kopf rausheben, ein bisschen kleiner gemacht werden? Ja, das ist sicher so. In den USA werden die Besten sehr noch höher raufgelupft und man ist auch wirklich mega stolz auf die Sportler, die es dort haben. Sie sind auch in vielen Sportarten sehr gut und ja, wir haben halt in der Schweiz noch ein bisschen andere Chancen mit Beruf und Bildung und wir sind ja anders aufgewachsen und auch von uns zuhause ist immer Bildung an erster Stelle gestanden. Und ja, es tut sicher auch mal gut, wenn man die Anerkennung so spürt wie in den USA, vor allem für eine Randsportart. Aber sonst ja, bin ich froh, wenn es eher ein bisschen unter den Leuten ist und das Team im Vordergrund steht. Das Team im Vordergrund, Breite ohne Breite, keine Spitze, das kennen die auch, oder? Und das ist allgemein der Fall. Wir brauchen eine breite Spitze von Leuten, die Freude haben am Turnen. Und ein Verein, der den Breiten und den Spitzensport extrem fördert, das ist GTU Flachtal, Gerätturnen. Wir sind bei der Rubrik Achtung, fertig, Kamera. Und sie stellen uns jetzt Barren vor. Barren, ganz ein attraktives Gerät. Wir begrüßen ganz herzlich GTU Flachtal und ich sage Achtung, fertig, Kamera. At the bar, staring at a dozen drinks, I'm in need of some company. A voice in my head say, hey, are you talking to me? Possibly, I see. Looking at the walls, reflections of what used to be, it's hard to breathe, oh please. Every time I turn around, it seems to be the same old song. It seems that I had enough. It seemed that I knew love. I know sometimes
never had trust, but this feeling inside still blowing my mind. Just around the corner, watch chance pass me by. Caroline, what a rhyme. There are often days I never seem to get enough. Life is rough, so is love. Every time I turn around, it seems to be the same old song. It seems that I had enough. It seems that I knew love. I know sometimes I never had trust, but this feeling inside still blowing my mind. It seems that I... Großartig, sieht super aus. Danke vielmals. Ich begrüße ganz herzlich Peter Lehnherr, Leiter der GTU Flachtal. Hat wunderbar ausgesehen. Wie viele junge Frauen und Mädchen haben wir denn in dieser Riege? Also im Ganzen sind wir 90 Turnerinnen aus 20 verschiedenen Ortschaften, die auf der Flach trainieren können. Wir machen Breitensport, aber zum Teil auch Spitzensport. Wie manchmal trainieren ihr? Also jedes Mädchen darf bei uns zweimal in der Woche kommen, zwischen anderthalb und zwei Stunden. Und das grosse Ziel sind dann die Schweizer Meisterschaften im Dezember in Schaffhausen? Ja, genau. Wir hoffen, dass die stattfinden können. Wir haben jetzt wirklich anderthalb Jahre lang Corona-bedingt nicht mehr Gruppen turnen und es wird ein totaler Neustart werden. Und da hoffen wir ganz fest drauf, ja. Das wünschen wir euch auch. Wir haben nicht gemerkt, dass ihr so lange Pause gehabt habt. Hat super ausgesehen. Ja. Ihr kommt auch einen Gutschein über von Hummelsport 500 Franken und von Viking Textilien und Veredelung. Gebracht wird das von Beat Erb von der Karl Erb AG. Danke vielmals. Alles Gute. Macht's gut. Merci vielmals. Ja, grossartige Geschichte. Wir haben Spagat gesehen, wir haben die Körperspannung gesehen. Peter, wäre das etwas für dich, Baraturn? Unbedingt. Nein, ich glaube, nein, ist okay. Ich spiele gerne ein bisschen Golf, ist ein bisschen gemütlicher. Braucht es auch Körperspannung. Aber wenn ich das gesehen habe, dann habe ich schon mein Schmerzmittel nehmen, um zu schauen, ehrlich gesagt. Das war ziemlich beeindruckend. Alina, du auch. Du hast ja gesagt, du hast andere Sportarten gemacht. Das hilft dir schon auch fürs Hockey, die koordinativen Fähigkeiten, die man als kleines Kind früh lernt. Auf jeden Fall, ja. Im Eishockey braucht man wirklich alles. Augen, Hand, Koordination. Man muss sich ein bisschen normal bewegen. Schlittschuhfahren ist natürlich nicht eine natürliche Bewegung und wir sind nicht die riesen Bewegungstalente neben dem Eis. Aber sicher, als Junge hat es mir sehr viel geholfen und hat mir auch geholfen, den Spass zu behalten, weil ich nicht immer jeden Tag nur Eishockey gemacht habe. Peter, wie geht es bei dir jetzt weiter? Eben, du hast Maximedia, hast aber auch schon gesagt, ja, das Wetter lässt mich doch nicht ganz so los. Wie sieht deine Zukunft aus? Ja, ich habe jetzt ein Jahr Konkurrenzklausel nach dem Ausstieg, den ich gemacht habe, und das geht bis Ende Jahr. Da lassen wir uns überraschen, ob da etwas weiterkommt in Sachen Wetterwick. Ja, das Herz schlägt natürlich schon in die Richtung und die Tendenzen können in die Richtung gehen. Ich will es dann noch gross etwas darüber sagen, bevor es fix ist. Und Maximedia habe ich schon länger gehabt, die Produktionsfirma. Die wird weiterlaufen. Die werden wir jetzt noch ein bisschen auf ein neues Level hieven. Und dann werden wir da auch ein bisschen zweigleisig möglicherweise fahren. Eben, du bist ja Unternehmer. Jetzt in diesen Zeiten ein neues Unternehmen gründen. Sei es jetzt, ob du dann dem Wetter wieder etwas machst und so, macht das einem noch ein bisschen Bauchweh manchmal? Ja, ich meine, ich habe auch meine Aufwendungen, wo ich meine Familie durchbringen muss. Ich muss Hypothek zahlen. Also, das klingt immer so lässig. Und im Fernsehen denken alle, der hat wahnsinnig viel Kohle. Ist leider nicht immer so. Also, da muss man ganz klar auch schauen, dass da genug Geld reinkommt, dann zum Monat. Und, da muss man arbeiten dafür. Das ist, mache ich aber Gott sei Dank sehr gern. Also, entsprechend, das sind so ein bisschen Perspektiven, die ich noch abdecken muss. Mhm. Alina, deine Pläne, jetzt steht noch eine Weltmeisterschaft an, eine Frauenweltmeisterschaft, und nachher gehst du wieder auf Boston.
Genau, es steht eine sehr grosse Saison an. Zuerst Weltmeisterschaften, dann im College probieren wir auch, dort Nummer 1 der Nation zu werden. Und nachher ja, Olympia im Februar, hoffentlich. Hm. Auch noch, ja, das ist ein grosses Programm. Das College-Leben und wo du sagst, ich will Nummer 1 werden. Wie geht man jetzt an das an? Sagen, ich will Nummer 1 werden, härter arbeiten als andere, mental topfit sein. Wie macht man das? Ja, also für mich der Key, um so etwas zu erreichen, ist einfach wirklich Consistency. Also immer, jeden Tag dranbleiben und ja, auch mal machen, wenn man halt nicht gerade das machen will. Und irgendwann zahlt sich das aus. Und ja, und wir sind ja nie allein, wir haben Teamsport, wir sind miteinander und das kommt, wenn man immer dranbleibt. Genau, dazu wünschen wir dir alles Gute, wenn es dann einmal heisst, Number One von der Welt, Alina Müller, wünschen dir alles Gute. Vielen Dank, dass du da bist. Ebenso dir, Peter, alles Gute für die Zukunft, dass deine Projekte zu fliegen kommen. Merci vielmals auch, bist du da gewesen. Ja, und wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wir sehen uns dann wieder am 13. September. Wir hoffen dann mit erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern von Tokio, von den Olympischen Spielen. Und natürlich auch wieder mit dem grossen Namen aus der Wirtschaft. Bleibe gesund, habe Sorge, bis im September. Tschüss miteinander. Sportaids ist präsentiert worden von Karl Erb AG, Optimo Group, Beckliner und einem starken Wirtschaftsteam aus der Region Winterthur.